Ich habe erstmal meine Angel ausgeworfen, deswegen mache ich jetzt die Anmod. Ah. Genau, ich bin Schakal. Willkommen zurück bei Stardew Valley. Wir sind mittlerweile bei Folge, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ist ja auch egal, ich bin auf jeden Fall nicht alleine. Ihr hört es, der liebe Lumpy ist wieder mal am Stissel. 11 oder so müsste es sein. Guten Tag. Elf. So, warte mal. Wo sind wir denn eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, der Sound vom Spiel ist noch geil. Boah, ich hätte mir die letzte Folge nochmal angucken müssen. Wir haben uns, glaube ich, irgendeinen Plan gemacht, was wir machen wollten. Bin ich fest davon überzeugt. Ja, so funktioniert das. So wird das gemacht, so wird geangelt. Engeling. Ich angle mir mein Gemüse. Baum mit Zumgrün habe ich auch noch. Also ich glaube, wir waren dabei, das Silo zu befüllen. Das Silo haben wir schon... Ah, vielleicht wollten wir einen Hühnerstall anfangen, Silo. Baum. Kann sein. Ja, ist richtig. Werkzeug verbessern wolltest du, glaube ich, auch noch? Ich glaube, ich hatte meine Spitzhacke hatte ich... Weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte... Also meine Spitzhacke, die hatte ich auf jeden Fall schon mal in Auftrag gegeben. Ich weiß auch nicht, ob ich die inzwischen schon abgeholt habe. Das schaue ich gleich mal nach. Also du bist ja hier der Meistergießer. Was ist los? Na, geht ab. Turbo, Alter, Achso, Turbo. Warte mal, ich werde mal ganz kurz, Moment, ich gehe mal ganz kurz ins Discord rein, liebe Zuschauer. Wir machen mal den Lumpy doch noch ein Stückchen lauter. Ich habe schon die kupferne Spitzhacke. Die kupferne Spitzhacke. So, warte mal. Ich weiß, wir lassen das jetzt einfach so hier. Wenn es zu laut ist, haben sie Pech. Naja, dafür ist doch der Kompressor da. Boah, Alter! Also wenn du die ganze Zeit nichts sagst und dann auf einmal hier mit 141% Lautstärke. Ja, so bin ich. Mir ins Ohr knusperst. Du bist der einzige Mensch auf dieser ganzen Welt, der mich in dieser Lautstärke hat. Alle haben mich, glaube ich, unter 100% eingestellt. Weil sie Discord selber auf 200% eingestellt haben und dann die anderen Leute auch noch irgendwie auf 200%, weil die alle so das... Das Arschloch-Mikrofon aus Alt-Lidl-Netto-Kondi. Alt-Lidl-Netto-Kondi. Ja. Was los? Wo ist unser... Ach, hier ist unser Holz. Ja. Guck mal, das ist unsere Bautruhe. Ich glaube, wir brauchen Steine. Hat sie nicht gesagt, wir brauchen auch Steine noch? Ja, ein bisschen. Ist dir eigentlich bei dir zu Hause mal irgendwas aufgefallen? Hast du meinen Stuhl umgestellt oder was? Nee, was? Ich habe nicht nur deinen Stuhl umgestellt, ich habe den Stuhl umgestellt und deinen Tisch habe ich umgestellt. In einer der ersten Folgen. Du Sack! Stimmt! Der war auf der linken Seite. Ja. Alter, was ist hier los? Ja, was machen wir jetzt? Ich wollte vielleicht mal bei Robin vorbeigucken und mal fragen, wie das aussieht, wie teuer denn so ein Stall ist. So ein Hühnerstall. Wieso kann ich das nicht platzieren? Lehm habe ich gefunden. Kann nicht auf einer Person platziert werden, da willst du mich verarschen. Hä? So, mein Bonsai-Bäumchen. Kommt wieder an Ort und Stelle. So. Oh, das Lied, was jetzt bei mir jetzt gerade läuft, das erinnert mich so ein bisschen an die alten Adventure-Spiele, an die deutschen, alten deutschen Adventure-Spiele, wie zum Beispiel... Es gab da so ein Spiel von Beefy. Es gab ein Spiel von Beefy? Ja. Also ich kenne noch dieses Spiel von Meckes, kenne ich noch. Kennst du das? Oh, da gab es mehrere. Da gab's das eine mit dem Schleim, wo du mit den zwei Dudes da durch die Gegend tingelst? Es gab einen so ein Super Mario-ähnliches, sag ich mal, so ein Jump'n'Run von McDonald's. Ja, dann gab's eins, wo du mit so einer Schleimkanone unterwegs warst. Boah, nee, das kenne ich, glaube ich, nicht mehr. Alter, was? Brauchst du etwas? Ja, ich brauche eine Hütte. Hauhofgebäude. Hühnerstall kostet 4.300 Holz, 100 Stein. Haben wir einen Kram vielleicht da? Da können wir uns schon hier einen Hühnerstall beeilen. Wie viel war da? 300 und 100. Holz und Stein. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, wir haben 37 Steine. Oh. Okay, also wollten wir Steine farmen. Also? Da ich einmal hier oben bin, gehe ich in die Mine und da werde ich ein bisschen Steine farmen. In the Mine, I follow you, deep the Mine. Also genug Kohle haben wir auf jeden Fall. Wir sind bei 9.284. Holz haben wir irgendwas bei 536, glaube ich. Oh, ich habe mein Schwert gar nicht mit. Lombi, du musst mich verteidigen. Oh Gott, es hat mich gebissen, es war eine Fliege. Alter, warum ist hier so dunkel? Ah, hier, guck mal, die großen Steine, die mache ich kaputt. Batz, da kommen nämlich mal 10 raus, das ist echt nice.
Ja, ich bin auch gleich da. Gleich. Gay oder? Gay oder? Hallo? Bist du direkt in der ersten Etage? Ich bin in die unterste Etage gegangen, weil dann dachte ich mir, dann kann ich ja gleich ein Stückchen weitergehen. Oh, okay, warte mal. Kein Problem. Auf der 15? Ihr habt eine Treppe gefunden. Ich höre die. Hallo. Hier unten ist ein Käferchen. Ich kann dir nichts abgeben. Saftig. Warte. Zack, zack, zack. Hier oben ist nämlich schon bald der Ausgang. Bam, bam. Jawohl. So, du kümmerst dich um das... Alter. Oh nein, hier unten ist Krabbelzeug. Ich hab sie geslayt. Oh, da kommt eine Fliege! Ich kann nichts dagegen tun, ich bin zu schwach. Oh Gott, oh Gott. Hadouken! Ausgang! Hapuka, King Kuka! Tschüssi! Alter, das ist direkt verpaced. Dabei geht ja noch so viel ab, Junge. Hier unten ist aber ruhiger. Ja, das ist ganz. Es kommt mir gerade an, dass ich mein Schwert vergessen habe. Oh nein, da war Kupfer. Ja, das ist gut. Mach das mal unten. Den Dude klar, aber! Ich wollte nicht in die reinschubsen, es tut mir leid, mein Meister. Mein Meister, da kommt wieder einer. Ich muss amputiert werden. Du musst meinen Kopf amputieren, das hat mich in den Kopf gebissen. Ja, natürlich. Fliegefischer. Warte mal, wenn du jetzt hier die ganze Zeit am Hacken bist. Jo. Mal. Aua. Diglett. Pokémon. Komm, schnapp sie dir. Hartholz. So. Was geht? Nee, ich kann meine Hacke nicht rauswerfen. Scheiße. Ich hab doch eine. Ja, nee, da hätte ich dir meine Hacke geben können. Da hättest du nämlich ein bisschen besser hacken können. Hack and Slay, du weißt. Jawohl. Alter, war das ein Crit oder was? Ein kritischer Treffer. Oh nein, da kommt schon wieder so eine ekelhafte Maschine. Ich werde es kaputt machen. Du bist mein Freund in Ruhe, Mann. Das ist mein Mario, nicht dein Mario. Aha. Oh, ein Amethyst. Guck mal, da ist ein Ausgang. Oh, ich habe schon wieder den Soundbug. Dann lass uns runtergehen. Moment. Yay! Lol. Quartz. Achso, ich hab mal nachgeguckt, was deine Emily, die blauhaarige, hattest du doch gesagt, das wolltest du vielleicht dir überlegen, ob du die vielleicht in Interesse in ihr zeugst. Ja, ja. Ey, was ja. Macht denn der hier? Verpisse dich, du Ossi. Geh mal da aus dem Weg. Au. Sorry. Oh, ich bin halb taub. Halb taub? Ich habe keine Energy mehr. Wieso kommen jetzt hier keine Steine mehr raus? Was ist denn hier los, Alter? Vielleicht mal Missy Regal. Oh, hier unten sind Larven. Und eine Trapper. Dann lass uns in die Treppe direkt reinwetzen. Ich finde es einfach. Lege sie dir frei. Jawohl. Oh nein. Oh, Alter, die verfolgt dich, Alter. Du riechst gut. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht, je nachdem. Stirb nicht. Oh fuck, ey. Ich hab Angst, wenn ich jetzt hacke. Können wir hier die. Oh, guck mal, was ich hier im wunderschönen Server. Ja, was musst du jetzt freilegen? Ja. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr, da kommt schon wieder ein Flieger. Aber. Jetzt verfasst dich, Mutti. Aber. Ey, ich bin gleich tot. Wir müssen abhauen. Flucht! 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 Ich muss hier wirklich weg. Wow. Ja, Mann, weg hier! Ich hab noch 5 Leben übrig, Alter. Ich blute aus. Na, dann aber schnell nach Hause. Lumpy. Junge, ey. Ich brauch so einen Ritteranzug, brauch ich mal. Ein Anti-Fliegen-Gewand. So, erstmal das Knabbern zwischendurch. Lumpy macht sich erstmal ein Bier auf. Nee, das war nur ein Oettinger. Nee, hat bloß was vom Tisch gefallen.
Das klang aber nur so, als wäre es eine Flasche Bier gewesen. Aber es war kein. Von Geisterhand. Warte mal. Amethyst haben wir abgegeben, Erdkristall haben wir abgegeben und das Ding haben wir abgegeben. Was will Emily für Geschenke haben? Ich glaube, die mochte auch Amethysten oder so. Was ich da mache, ich gehe direkt mal in diese Browser. Schau mal nach. Bin so freudig. Stardew Valley Wiki, das mal guck ich mal hier. Guck ich mal für dich. Hey, warte mal, was geht denn hier ab? Warum kann ich nicht laufen, während ich nicht in das Spiel reingeklickt habe? Muss ich noch was anklicken? Oh, in den Optionen konnte man das doch einstellen, dass man Menüs im Controller-Stil verwenden, nein, Grafik. Stell mal Grafik auf High. Mach ich gerade. Was? Inventarplatz? Nein. Hey, das konnte man doch einstellen, dass man hier. Oder verwechsel ich das gerade mit anderen Sachen? Automatisches Was? Laufen, immer Werkzeugstandort, Auto. Bewegung, Flappy, die Gucke, die. Pausieren im inaktiven Spielfenster mache ich aus. Dann müsste ich jetzt auch. Nee, funktioniert nicht. Scheiße. Na gut. Emily. Soll ich in der Zeit mal rein? Mit die Karte streicheln? Ja, ich muss ganz weit runter scrollen. Ja, Amethysten. Ich habe mich richtig erinnert. Amethysten mag die. Und Survival Burger. Survival Burger? Mhm. König der Soßen, warte mal. Oh, der ist wichtig. Das Gericht diese Woche ist Radieschensalat. Geil. Es gibt nichts über frische gepfefferte Radieschen. Das erinnert mich an den späten Frühling. Meine Mutter schnitt unsere frischen Rettiche und brachte sie aus unserem körnigen Brot mit etwas Salz und Pfeffer. Ah, das waren noch Tage. Aber ich schweife ab. Jetzt schau gut zu. Du hast gelernt, wie man Radieschensalat macht. Nice, Alter. Was ich früher als Kind geliebt habe, war ein Brot, wo du Tomatenmark unten drauf machst, so, ne? Und dann tust du da geschnittene Tomaten noch drauf. So Tomatenscheiben quasi. Oder Tomatendreiecke, was auch immer, Tomatenkrempel und da machst du ein bisschen Salz und Pfeffer drauf und dann noch Zwiebeln. Und dann habe ich das von mir weggesnackt. Hey, wieso habe ich Angeln jetzt Bonus bekommen? Ich hab nicht geangelt. Vielleicht ja doch. Heimlich. Mit der Taschenangel. Genau. So. Gott, habe ich jetzt. Und noch ein bisschen Kohle. Ich werde mal hier was anfeuern. Bam, bam, bam. Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Eine Luxusköder, die du daran anbringen kannst. Du kannst Köder nutzen, damit Fische schneller anbeißen. Hoffentlich sehe ich dich bald. Willy. Klingt nice. Ich habe hier zwei Amethysten für dich noch in die Truhe getan. Also ich brauche zum Beispiel Tribeholz, das weiß ich noch. Okay, also haben wir jetzt insgesamt 4 Amethysten. Ja. Alter, wie schnell brutzelt denn hier das Kupfer? Das ist ja der Uwe-Hammel. Der Hammel. So, dann müssen wir mal Bilanz ziehen, wie viele Steine wir jetzt haben. Ja. Das machen wir gleich. Ich packe hier erstmal die Krobbe in die grüne Truhe. Ich wollte jetzt schon weiß sagen. Und die ganzen Schleimsen, weil da brauchen wir auch eine Menge von. Hier habe ich noch einmal wilde Sort. So. Und jetzt hol ich erstmal meine Gießkanne. Obwohl, du bist gleich fertig mit Gießen, ha? Nö, nicht wirklich. Ich habe mir so viel. Du hast recht, wenn ich das alles alleine gießen müsste, wäre ich am Ende des Tages schon, also innerhalb von wenigen. Also wir könnten noch uns überlegen, ob wir Folgendes tun. Und zwar, wir könnten zum Beispiel die Gießkanne aufwerten. Dann kannst du mit der Gießkanne gedrückt halten und kannst dann so 3 Felder nach vorne weggießen. Alter, das klingt nice. Dann kannst du dir den Kupfer schnappen und dann gehst du deine Kupferhacke. Dann kannst du zum Beispiel deine Gießkanne verbessern. Bin am Überlegen, mache ich das vielleicht auch? Wir wollten doch aber erstmal gucken, wegen. Was ist denn das für ein Lied hier? 118 Stein, 535 Holz und 9300 Dollar. Na dann. Warte, hier hast du noch ein bisschen mehr Kupfer. Dann nehme ich mir mal das raus und das raus und dann gehst du zuallererst dein Dings machen und dann sage ich hier Hühnerstall. Oder willst du Hühnerstall machen? Das letzte Mal habe ich ja was gebaut. Naja, kann ich eigentlich auch beides machen, ja. Ja. Also packst du da rein, oder? Komm ich wieder rein. Bitteschön. Und du suchst dir einen wunderschönen Platz dafür aus. Mano. So. Vielleicht irgendwo, wo viel Gras ist. Was kostet Aufwerten beim Schmied? 2 oder 4.
Also ich glaube, wir haben genug Geld für alles. Hm? Ich glaube, ich werde. Oh, hast du, wie viel Kupfer hast du mit? Alles, 8. Alles Kupfer? Ja. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es kostet 5 Kupfer oder 4. Weiß ich nicht mehr. Vielleicht kann ich ja meine Gießkanne auch gleich aufwerten. Das wäre ja super clever, wenn wir das beides machen. Ja, erstmal gehe ich Geoden kloppen. Geoden? Hast du hier gegen Milton getreten? Ich habe es genau gehört. Nein, gar nicht. Hör auf damit, das ist ja eklig. Da stand ja jemand. Huch. Das ist wie im echten Leben. So, lieber Smeed, Werkzeuge verbessern. Hä? Ich hab doch Werkzeuge verbessern geklickt. Hast du dein Werkzeug dabei? Jawohl, Kupfergießkanne 2000. Das geht doch. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Was? 2 Tage dauert das. Kein Problem. Achso, soll ich da mal die Kupferdings rausschmeißen? Ah, nee. Nee, es wäre jetzt vielleicht doch dumm, wenn ich das mache. Nee, hat 5 gekostet. Alter, was habe ich nie rausgezwirbelt? Ich habe jetzt Sachen rausbekommen, die habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das? Ein Bernstein? Nee, ein Auripigment. Gesundheit. Lol. Ja, das mal die Museumsbänden. Und zwar, ein Guter kann dir mehr darüber erzählen. Und ein Gunter kann dir mehr darüber erzählen. Ich wollte wissen, wie die Dinger heißen. Opiment. Mudstone. Aha. Ein Schlammstein. Matschstein. Schlammstein, ja. Schlammstein. Kannst mir die ganzen Bücher lesen, damit die mich nicht mehr anblinken. Die Arschlöcher. Du huckst wohl Schlamm. Es ist versteinerter Schlamm. Den habe ich so lange gepresst zwischen meinen Arschbacken, dann ist er hart geworden. Bin ich irgendwie besoffen? Ich finde Robins Haus nicht. Robin ist oben, links neben der Mine. Rubims. Hallo Penny. Hi. Also muss ich erstmal am Gemeinschaftszentrum vorbei. Den lasst ja schon wieder hier Müllton. Ich hoffe es ganz genau. Wieso hörst du das? Naja, Keule. Ich muss erstmal das Lied skippen hier. Das klang wie unter Stuff, Junge. Ich verkaufe der Klinik auch mal wenig Medizin. Direkt am Schalter. Schau so ruhig vorbei, wenn du erschöpft bist. Bla bla. Hoch vorbei, das ist so anstrengend. Da guck ich doch mal direkt vorbei bei dem. Oh, Louis steht hier rum. Was stehst denn du hier rum? Du Landstreicher. Ah, oh, toll. Wir sind genau auf der grünen Fläche, wo wir hätten das Ding platzieren können. Achso, warte. Ich gehe. Dann kann ich vielleicht was hacken. Du musst mir nur sagen, wo. Da stehen die Bäume rum, nehme ich an. Naja, ich hätte es gerne auf Höhe von deinem Haus gemacht. Allerdings ist da ein Baum, ein Busch und noch irgendwas anderes. Also jetzt quasi direkt links im Anschluss neben dein Haus. Also ich würde gerne einen Zaun ringsrum noch bauen. Irgendwie, dass dann die Hühner Auslauf bekommen. Aber das bekommst du hin, oder? Dann müsste ich weiter nach hinten versetzen. Da steht ja einmal so ein Ahorn und dann steht dahinter so eine Tanne. Siehst du mich hier rumlaufen? Ja. Okay, das wäre perfekt. Lass mir den Shit weghacken. Genau. So, dann sag mal an. Ich stehe jetzt hier an diesem Baum. Soll ich den wegmachen? Ne, den Baum nicht, aber quasi jetzt links von dir, wenn du zum Baum guckst, müsste noch eine kleine Tanne stehen. Und den Busch kriegst du nicht weg, ne? Busch krieg ich nicht weg, ne. Scheiße. Ja, wenn du Busch nicht wegkriegst, ist das schon blöd. Kannst du denn... Kannst du den hier auf dieser Fläche bauen? Theoretisch. Ja. Wenn ich hier die Bäume weghacke, dann hau ich die mal weg. Hau mal die Bäume weg. Ah nee, hier ist noch so ein kleiner Arschbusch. Reise. Den kriegst du nicht weg, oder was? Mhm. Aber vielleicht kannst du das Haus ja dann an dem Busch ranbauen oder so. Das würde gehen. Wenn du den Baum weghackst, und da muss ja irgendwas ist noch unter dir, also quasi hinter der Tanne. Ey, warte mal, da ist auch noch ein Busch. Jetzt habe ich den Baum sonst gefällt. Hier ist auch noch so ein Ficky-Busch. Nee. Fuck, man. Ist doch scheiße. Wo wäre denn noch ein schöner Place? Eins schöner Place. Hier wäre eigentlich auch nice, aber dann brauche ich ein besseres anderen Ding. Pass mal auf. Wenn man könnte, pass auf, ich könnte hier hinten links, wo der Baumstumpf liegt. Hier? Nee, da wo du gerade warst. Achso, ja. Da hinten links könnte ich quasi neben dem Baumstumpf könnte ich das Ding platzieren, aber da müssen wir immer so weit laufen. Das ist blöd, das stimmt. Wir können ja einen bauen und den später noch einen zweiten bauen und dann ziehen wir die Hühner einfach um. Dann placest du das einfach hier
auf dem Stückchen Scheiße. Ja, und dann? Was machen wir, wenn wir den gebaut haben? Den kannst du ja nicht mehr abreißen, oder? Doch. Müsste man machen können. Na dann, pass mal auf. Mach mal Folgendes. Ich guck mal nach. Stardew Valley Gebäude abreißen. Hier ist die Tür. Kann man den Hühnerstall verschieben? Fragezeichen. Die einzige Möglichkeit wäre es, den Stall abreißen zu lassen und neu zu bauen. Das Baumaterial bekommst du allerdings beim Abriss nicht ersetzt. Wisse? Oh, gut. Jetzt habe ich auf den Baum gehauen. Okay, dann machen wir bitte Folgendes. Ich mache mal. Geh mal weg. Von dem Gewächshaus. Ich denke mal, das ist das Gewächshaus. Sieht jedenfalls ja. Stark danach aus. Ja, mach mal bitte die Lehmfelder wieder richtig. Also da sind so einmal diese L-Form. Ja, genau. Ja, genau auf der Höhe. Genau. Jawohl, und dann, jawohl, so, pass mal oben. So, jetzt geht es da nämlich nicht. Eins musst du noch wegmachen, genau auf Höhe von mir, jetzt nach oben. Genau, pass auf, wir machen jetzt einfach mal da. Boah, ich seh's wachsen, Junge. Krass, oder? Das ist ja unfassbar. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem Hofgebäude Hühnerstall zu arbeiten. Kannst du mal an mir arbeiten. Ich habe nämlich auch noch eine Menge Wood bei mir. Got Wood. Ach Gott, der Question, haben wir noch irgendwie Zeug? Wie lange dauert das eigentlich jetzt, bis die Gießkanne fertig ist? Ein oder zwei Tage? Zwei Tage. Ich muss jetzt hier, ich bin der Meistergießer jetzt. Bis du deine Gießkanne zurück hast. Okay, in der Zeit. Machen wir kurz ein bisschen Platz hier. Wir haben keine. Hast du noch Holz? Gib mir mal dein Holz. Got Wood? Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich ein Déjà-vu. Jawohl, warte. So, nach links raus hast du gesagt, boop, da bitteschön. Dann würde ich nämlich hier schon mal ein bisschen Zaun bauen. Zaun. Dann machen wir 30. Machen wir mal 40. Man kann ja nie genug Zaun haben. Ein altes Sprichwort. Man kann nie genug Zaun haben. Das ist ein altes Sprichwort. Wo wollen wir den Eingang machen? Wollen wir den hier hin machen? Ja, aber. Na, wie du möchtest. Und hier ich lasse so? Da jetzt mal freie Dings. Wollen wir hier so einen Zaun? Sieht doch gut aus. Dann können hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Na gut, dann mach ich halt hier. Da. Klang, klang. So. Oh, ich hab heute voll die Chili-Milli-Musik hier. Das ist Chili-Vanilli? Chili-Vanilli-Musik, genau. So, unser Steinweg ist fertig. Damit die ein bisschen draußen rumpacken, die garken können, oder was? Ja, dann können wir noch ein bisschen. Oh. Wait. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Das sieht behindert aus. Da hast du mir jetzt hier Zeug in die Taschen getan. Guck mal, so sieht das viel schöner aus. Putz, putz. So, damit es die Hühner aber auch wunderschön hier drin haben, mache ich mal hier noch ein bisschen so. Ja, machen wir. Meister, sie machen das wunderbar. Ibims, eins Umgräber. So, du schläfst heute nach draußen? Ja. Nee, morgen gehen wir dann. Morgen ist Dienstag. Perfekt. Fällt dir was auf? Was ist das? Fällt dir was auf? Hä, wieso? Nein. Fällt dir was auf? Hey, warte mal, hier ist Licht. Naja, erstens das. Aber die ist schon lange. Die oh. Licht. Oh. Fällt dir was auf? Zwei Scarecrows? Nö, irgendwie nicht. Mensch, der Steinweg ist fertig. Ganz viel Weg, stimmt. Eisig geil. Oh, Lumpy. Muss ich mal ein bisschen Kram in die Kribbeltruhe tun? Das zum Beispiel da rein. So, Got Wood, pack ich mal wieder rein. Kupfer hier, bitteschön. Harzi, Koski. Harzweig. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob ich morgen an dem Tag Wald gehe und da mal ein bisschen Holz schlage. Hm. Was denkst du? Ich verstehe ihre Idee dahinter. Oder? Solange ich meine Gießkanne nicht habe, was soll ich machen? Hm. So, dann. Husch ins Brettchen. Ins Brettchen. Ja. Leben vom Land. Ein neuer Tipp. Spitz die Ohren.
Schnapp dir deine Angel und verkaufe deine Ausbeute. Was für ein Tipp, Alter. Wäre ich alleine nicht drauf gekommen. Bei der Vorhersage, klar und sinnig. Na denn. So mit dem Freunde. Es ist schon wieder soweit. Es ist Heia-Bettchen-Dadai-Zeit. Das ist korrekt. So, warte mal, ich werde mal kurz. Ich habe ja gerade Farmer-Tipps gelernt. Wie so Profi. Ich glaube, ich muss mal hier oben meine Pflanze gießen. Ich werde dir mal ganz kurz einen Schluck geben, bevor wir hier aufhören. Ja, mach das mal. Eine Blume. Trink! Ist das eine echte Blume oder eine Spielblume? Es ist eine echte Blume. Es ist eine in einem Holzstumpf liegende. Wahrscheinlich so Steingewächs ist das. Ja, das wisst ihr Bescheid. Also ich alles hätte... klar, Freunde. Achso, ja. Ja. Dann würde ich mal behaupten, wir gucken uns noch die Zusammenfassung des heutigen Tages an. Level up! Geil, Mann, ich kann Zapfhahn bauen. Jetzt erstmal ein Oettinger. Nach diesem erfolgreichen Tag. Oh, ich hab's weggeklickt. Nicht klicken. Alles gut, bleib entspannt. Ich bin noch im Bildschirm drin. Alles klar, dann würde ich sagen, wir beenden die heutige Folge dann mit einem Macht's gut, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Däumchen wären Träumchen. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst doch auch gerne mal ein Abo da. Blompi und ich würden uns auf jeden Fall freuen. Yay! Und, Moment, das muss ich prüfen. Ja, ich würde mich freuen. Bis morgen. Hab einen neuen gewürfelt. Tschüss. See ya!